Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist, hier zu einem etwas anderen Format. Wir haben dir heute unser Wochenupdate mitgebracht. Wie zum Hintergrund, es gibt gute News, 1,7% ging es in der KW 46, also der Zeitraum vom 13. November bis zum 17. November bei uns aufwärts. Die meisten Positionen haben hier deutlich positiv performt und wir wollen das Ganze mal etwas ausführlicher mit euch zusammen durchgehen. Wir haben extra in jede einzelne Aktie einmal reingeschaut und die mal sortiert von schlecht bis gut, was im Laufe der Woche so gemeldet wurde. In der Regel machen wir das Ganze jede Woche in einem Kurzvideoformat, also auf YouTube in Shorts oder auf TikTok in Reels. Vielleicht hast du es ganz schon mal gesehen, das werden wir auch danach weitermachen. Der Adventskalender geht ja bald los und wenn du den Adventskalender nicht verpassen willst oder die Möglichkeit bekommen willst, was zu gewinnen, und oder uns eine Freude machen möchtest, dann abonnier doch jetzt schon mal gerne den Kanal. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn du natürlich Teil der exklusiven Finanzcommunity bei uns werden möchtest, dann schau mal mit dem Mitgliederbereich und sicher dir dort auch individuelle Vorteile. Ja, 1,7% ging es nach oben. Bevor wir uns jetzt da auf die absoluten Zahlen einmal stürzen, muss man dazu sagen, von den 19 positiven Aktien und den 8 negativ performten Aktien würden wir so ungefähr 5 bis 6 erstmal ausklammern. Das heißt, diese 5 bis 6 Aktien sind im 0-Komma-Bereich, das sehen wir auch gleich. Und was eigentlich immer nur wirklich aussagekräftig ist, sind die schlechtesten Aktien, die wirklich ja über 1-2% hinaus und schlecht abperformt haben, oder die besten Aktien auch so ab 2-3% positiv. Dann ist für uns immer so ein bisschen die Indikation da, dass es hier wirklich News gab, dass es ja entweder Analystenschätzungen gab und Unternehmensmitteilungen gab, weil ansonsten ziehen Aktien in der Regel nicht so extrem nach oben und nach unten. Klar, wir haben eine gewisse Grundvolatilität, für uns alles so bis ungefähr 1,5%. Und die 1,7%, die wir hier haben, sind natürlich deutlich besser. Wenn wir die so fortschreiben würden auf 52 Kalenderwochen, dann könnt ihr euch die Rendite einmal ausmalen. Das wäre fast eine Verdopplung. Ist nicht unbedingt der Fall. Wir haben auch negative Wochen dabei, aber im Durchschnitt ist die Woche doch positiv. Und jetzt geht's direkt los, die schlechteste Aktie. Ja, und als wir das gesehen haben, dass Unilever bei uns die rote Laterne bildet, müssten wir schon sagen, naja, das war etwas überraschend. Natürlich gibt es hier auch wieder ein paar News vom Unternehmen. Es ist immer noch im Bezug auf die Zinsen, auf die Inflation alles etwas, ja, in Klammern zu setzen, wobei hier gerade die Inflationsrate bei 2,9% nur noch liegt. Das heißt, hier sind wir jetzt erstmals wieder unter 3%, was sehr, sehr positive Nachrichten sind und dementsprechend auch so ein bisschen für die Basisverbrauchs- und Konsumgüterunternehmen wie Unilever auch mit ihren diversen Marken zukünftig positiv sein soll. Deswegen ja, 2,7% nach unten ist immer ärgerlich, vor allen Dingen, wenn ihr dann auch irgendwann mal 5-6-stellig investiert seid hier in einer Aktie. Aber das gehört dazu. Hier ist der Ausblick für uns oder bei eigentlich allen Aktien, die wir im Depot haben, langfristig positiv. Und wir hatten auch ein, zwei Aktien dabei. Das werdet ihr ganz am Ende sehen, weil es mittlerweile eine sehr, sehr gute Aktie ist, beziehungsweise zwei Aktien, die die Woche sehr, sehr gut performt haben, die wir schon fast in Klammern setzen wollten. Aber mehr dazu gleich. Dann bei AbbVie geht's weiter. 2% minus bei der AbbVie-Aktie. Ebenfalls für uns ist AbbVie relativ fair bewertet, wenn nicht sogar etwas zu günstig bewertet. Wir machen hier keine Anlageempfehlung, das kennt ihr. Aber ja, von der Bewertung her AbbVie momentan relativ spannend. Und hier, wenn wir uns das Ganze mal hier to date anschauen, es wird auch wieder günstiger. Wir sind noch nicht bei den Tiefständen aus dem Juli angekommen, aber wir laufen tatsächlich momentan dahin. Mal schauen, wie weit das hier geht. Auf Platz 3 von den negativen Aktien haben wir Main Street Capital. Wir hatten ja eben schon gesagt, 1,5% ist für uns noch irgendwo so der normale Bereich. Wir hatten hier aber im letzten Jahr eine relativ gute Rendite. Warum eine gute Rendite mit nur 0,4%? Ihr dürft die Dividenden nicht vergessen, die Dividendenerhöhungen nicht vergessen und natürlich auch den Zeitraum, in dem wir schon hier investiert sind. Und das sind hier dann in Summe doch ungefähr so 10%. Und 10% in einem Jahr wie dem letzten würden wir momentan gut sehen. Bei BDCs ist es natürlich so, wenn die Inflationsraten zurückkommen, werden vermutlich langfristig auch die Zinsen zurückkommen.
Das drückt auf den Kurs von BDCs, aber Main Street Capital hat sich hier ähnlich wie Ares Capital und Co. gar nicht so schlecht aufgestellt. Deswegen hier vielleicht nicht unbedingt ein Neukauf. Die Position bleibt aber auf jeden Fall die nächsten Monate, vielleicht auch die nächsten Jahre weiter in dem Depot. Denn ja, ein Monatszahler ist natürlich irgendwo irrelevant, wann die Dividenden gezahlt werden, ganz klar. Aber es ist natürlich schön, wenn hier jeden Monat eine Dividende hereinkommt und auch mit Sonderdividenden, was BDCs ja gar nicht so selten machen, geglänzt wird. Und ja, für uns Main Street Capital gut aufgestellt. Gut, die nächsten Aktien werden etwas weniger spannend, deswegen machen wir die mal etwas schneller. Shell minus 1,14%. Ja, ist wie es ist. Coca-Cola minus 0,82%. Die Weihnachtssaison ist für Coca-Cola auch immer ja mit etwas höheren Werbeausgaben verbunden. Ob das jetzt hier schon mit reingeflossen ist oder nicht, da müssten wir jetzt philosophieren, aber auch ja, auf jeden Fall ein Basisplay hier Coca-Cola. ExxonMobil, ähnlich wie Shell. ExxonMobil ist jetzt eine der am meist geschortetsten Aktien aus dem S&P 500. Das muss man sich einfach mal ja, so auf der Zunge zergehen lassen. ExxonMobil hat hier Tesla abgelöst. Warum, wieso, weshalb, das wissen wir so auch nicht. Wir hatten es die Woche mal gelesen, gehört. Und müssen sagen, ja, hat uns soweit überrascht. Prinzipiell trauen wir dem Unternehmen nach wie vor viel zu. Und wir hatten ja hier auch schon mal 120.000 Euro an Gewinnen realisiert. Das war im Zuge der Umstrukturierung von unseren Aktien und trotzdem aktuell im Plus. Also für uns Öl und Gas definitiv ein guter, lohnenswerter Bereich gewesen. Und hier bleiben wir auch erstmal treu. Und genauso ist es mit unserer dritten Aktie in dem Bereich. Total Energies minus 0,4%. Ja, das gehört zur normalen Volatilität dazu. Starbucks 0,15%. Starbucks natürlich auch nicht mehr ganz günstig, aber irgendwo auch Basis. Hier muss man natürlich immer ein bisschen schauen, was machen die Chinesen als Beispiel, nur mal eine große Volksrepublik, die mit ja zum Beispiel Luckin Coffee ja auch verschiedene Marken haben und hier muss man einfach so ein bisschen auf die Marktanteile gucken, auf die Preise gucken, auf die Umsatzrenditen und Co. Aber für uns, ja, wir hatten es eingangs erwähnt, alle Aktien, die wir im Depot haben, sind eigentlich noch aus gutem Grund drin. Natürlich lässt sich zum Beispiel bei der BASF, zu der wir gleich kommen, immer noch mal ein bisschen philosophieren, aber da sind wir noch nicht. Also hier, jetzt geht's mal weiter mit der ersten Aktie, beziehungsweise in dem Fall einem Aktien-ETF, der im Positiven ist. Es ist der MSCI Emerging Market ETF und dass der im Positiven liegt, ist tatsächlich eine schöne Sache. Denn schauen wir das Ganze mal auf Monatssicht an, Year-to-Date an, beziehungsweise auf Jahressicht an, dann seht ihr die Volatilität hier in diesem Chart. Auf Jahressicht 0,34% ist ja Nullsummenspiel, da müssen wir nicht drüber reden. Es gibt hier natürlich auch fast 3% Dividende, die on top sind aber auch nur ungefähr, ja, sind wir mal großzügig, 4%, die wir hier bekommen haben innerhalb von einem Jahr, ist nicht sonderlich gut. Für uns der Wachstumsmarkt, auch wenn die Wachstumsraten etwas sinken, der Schwellenländer trotzdem nach wie vor ein attraktiver Markt und hier fließen demnächst auch unsere Dividenden rein. Müssen wir mal schauen, ob wir das im Rahmen vom Adventskalender hinkriegen, vielleicht auch davor, danach. Ja, wir werden sehen. Wenn du Abonnent bist, dann kriegst du das auf jeden Fall mit. Broadcom 0,5%. Ja, Broadcom wieder eine 900-Euro-Marke. Wir waren tatsächlich hier auch mal leicht drüber. Und 900 Euro, wenn wir das Ganze mal hier direkt anschauen, sehen wir hier diesen Sprung, ist definitiv eine sehr, sehr gute Marke. Ich glaube, so das Höchste, was wir hier gesehen haben, müssten tatsächlich so um die 912, 913 Euro gewesen sein. Broadcom also nahe Allzeithoch, aber irgendwo auch gerechtfertigt. Wir haben es gesehen bei Cisco und Co. Hier war der Ausblick nicht wirklich gut und natürlich sind die Unternehmen in etwas anderen Segmenten tätig. Aber Broadcom läuft und da ist es auch nicht schlimm, wenn auf Wochensicht mal nur 0,5% auf der Uhr stehen. Der MSCI World ETF 0,7% und so langsam kommen wir in die Region, wo das Ganze natürlich dann auch schon mal 3-4-stellige Summen sind, die das bei uns dann pro Position ausmacht. Hier natürlich etwas höhere Investments drin, MSCI World als Geldspeicher, Basisinvestment, breit gestreut. Für uns eins der ja wirklich Wohlfühl-Investments und für uns ja auch der Geldspeicher. Ja, jetzt sind wir hier bei BASF. Bei BASF sind wir bei einem Kurs von 44 Euro. Das ist nicht wirklich gut, vor allem wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wo wir auch schon mal waren. Hier bei 92 Euro, das heißt hier haben wir ja bestimmt 50% ungefähr abgegeben, etwas über 50%.
nicht so schlimm wie bei PayPal und Co., aber es ist halt auch kein Wachstumsunternehmen. Ja, da muss man immer schauen, welche Möglichkeiten gibt es für Unternehmen, sich zu erholen. Da gehen wir bei BASF im Adventskalender mal etwas näher drauf ein, denn die Lage, ja, wir sagen einfach mal, sie ist angespannt und fürs Unternehmen nicht unbedingt so einfach. McDonald's 1,12%, schöne Aktie, schönes Investment, vielleicht momentan auch etwas teurer, aber irgendwo natürlich auch eine Position, mit der man die Zinssenkung, die Immobilienwerte hier spielen kann. 3M, ja, mal keine negativen News, das ist schon mal schön, 1,14% ging es nach oben. Wir sind trotzdem nur bei einem Kurs von ungefähr 88 Euro und auch hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir waren schon bei über 200 Euro. Es stehen noch klare Ergebnisse aus. Es wird wahrscheinlich auch noch diverse Zahlungen geben. Und die letzten Gerichtsergebnisse waren natürlich ja etwas besser als erwartet. Als Aktionär muss man das so sehen. Also die Strafzahlungen sind geringer ausgefallen, aber belasten das Unternehmen natürlich trotzdem. Und wir sehen es oben auch, negatives Earnings per Share, das ist in der Regel kein guter Indikator. Wir sind mal gespannt, wie das Unternehmen hier weitermachen will mit seiner Dividendenpolitik. Ob die Dividenden um den obligatorischen Cent weiterhin erhöht werden, was, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen will, ist es schön, denn ja, wirklich finanziert sind die Dividenden so nur noch Knopf auf Kante. Eine gleiche Dividendenrendite, sprich die Dividende nicht erhöhen, nicht zu senken, wäre auch eine Möglichkeit. Aber eigentlich ist es ähnlich wie bei Medical Properties Trust und anderen Aktien. Ein Aussetzen der Dividende würde dem Unternehmen wahrscheinlich am besten tun. Und im Endeffekt ist es doch das als Aktionär, was wir wollen, dass das Unternehmen am Ende von einem Jahr, von einem Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren möglichst gut agiert hat. Und ob da die Dividende immer das beste Mittel ist, würden wir generell in Klammern setzen. Wir sind selbst Dividendeninvestor, aber wir haben halt nicht diese rosa-rote Brille, sondern wir sagen, hey, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, das ist natürlich dann für uns vielleicht ein Grund, das Unternehmen erstmal rauszuwerfen, aber es ist einfach die bessere Entscheidung, die Dividende nur zu bezahlen, wenn man sie auch verdient. British American Tobacco 1,8%, schön, wir freuen uns. Tabak natürlich irgendwo der aussterbende Markt, Ersatzprodukte steigen. Wir haben hier mehrere Aktien, die man spielen könnte. Wir sind mit British American Tobacco zufrieden, sparen uns hier auch die Quellensteuer. Ist natürlich dann ja nicht so relevant, denn wir zahlen dann hier halt in Deutschland die Steuern. Aber ja, schöne Aktie, schönes Unternehmen und momentan auch relativ günstig bewertet, zumindest unsere subjektive Einschätzung. Allianz 2,24%. Ja, Allianz langfristig für uns eine Aktie, die auf jeden Fall weiter oben stehen kann, aber auch kurzfristig trauen wir der Allianz-Aktie definitiv wieder Zahlen zu oder Kurse zu von 235, das alte Hoch, aber auch hoch bis 250, 260 Euro. Ist natürlich immer etwas abhängig davon, was passiert am Markt. Ja, wenn es hier große Schadenzeugnisse gibt, dann muss man immer schauen, ist die Allianz rückversichert? Was für Zahlungen müssen hier geleistet werden? Aber wir sehen es, die Allianz, Thalangs, Münchner Rück, Hannover Rück, alle sind momentan vom Kurs her wirklich auf dem Weg nach oben. LTC Properties, ja, ein REIT für uns tatsächlich so eine relativ emotionslose Position geworden, war eine Zeit lang mit die beste Position, die wir hatten oder eine der besten Positionen, inzwischen wieder Mittelfeld, hier kriegen wir monatliche Dividenden, ist ein Bereich, der auch abgedeckt werden möchte, irgendwo natürlich auch Immobilien, klar, aber 2,28% sind immer herzlich willkommen. Die Banken haben sie erstaunlich gut gehalten. Wir haben uns ja hier wirklich die größte Bank rausgesucht, sind damit sehr zufrieden. 2,8% letzte Woche ging es hier nach oben. Ja, tipptopp. Allerdings ist das Thema mit sinkenden Zinsen auch immer erstmal per se etwas negativer für Banken. Aber hier müssen wir einfach mal schauen, wie sie das Ganze langfristig ergänzt. Bayer knapp 3%. Ja, Monatssicht nein. Also Bayer ist wirklich eine Aktie, beziehungsweise wir würden gar nicht mal das Unternehmen oder die Aktie in den Vordergrund ziehen, sondern das Management ist für uns inzwischen nicht mehr so greifbar und Bayer tatsächlich eine der Aktien für uns, wenn wir uns von Positionen trennen wollen müssten oder einfach weil wir es wollen oder weil wir sagen, okay, der Investment Case ist nicht mehr intakt,
Ja, dann wäre Bayer tatsächlich auch eine der Positionen. Und wenn wir ins Portfolio einmal reinschauen, hier sind wir auch mit 25.000 Euro im Verlust. Das heißt, trotzdem 3% natürlich immer sehr willkommen, aber ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ja, 3% nach oben, gut. Rio Tinto 3,34%. Ja, der Aktie trauen wir auch weiterhin. Mehr zu Rohstoffe würden wir zumindest mal vermuten, werden auch für Klimawandel, für Industrieänderungen, für, ja, keine Ahnung, Roboter, Flugtaxis, was auch immer. Also für fast alles, was heutzutage passiert, werden Rohstoffe benötigt und gerade Eisen zum Beispiel, da ist ja Rio Tinto auch groß mit dabei. Hier gibt es auch wieder zwei, drei verschiedene Firmen, wie zum Beispiel eine BHP. Wir sind mit der Rio Tinto weiterhin sehr zufrieden und kassieren hier auch ordentliche Dividenden. Public Storage, ja, hier sind wir auch leicht im Negativen. Im Nachhinein hätten wir sagen können, ja, wir hatten nicht so den besten Einstiegspunkt erwischt. Wir sind jetzt hier ungefähr 5, 6% im Minus. Schauen wir mal rein. Ja, 5,45%. Wir waren schon ein bisschen tiefer gestanden, haben uns jetzt leicht erholt. Langfristig für uns die Aktie ja doch schon irgendwo positiv. Wir hatten hier natürlich auch einen Beta-Score von 0,5. Das heißt, allein deswegen ist die Aktie bei uns im Depot schon gerne gesehen, denn sie bringt etwas mehr Stabilität rein. Gefolgt von LVMH, 3,4%. Hier haben wir die Kurse von 700 zurückerobert. Das liegt natürlich irgendwo auch an einer Erholung. Wir sind ja hier auch schon von über 900 Euro zurückgekommen. Das können wir uns hier im Chart auch gerne einmal anschauen. Hier Kurse von 900 Euro. Das Unternehmen hat eine sehr, sehr gute Preissetzungsmacht. Luxus geht auch nahezu immer. Und auch die Konkurrenten hier, beziehungsweise die Marktbegleiter, die sind von den Zahlen her gut aufgestellt. LVMH für uns auch fast ein Basisinvestment. Die Deutsche Post, ja, das Weihnachtsgeschäft kommt so langsam wieder. Q4 wahrscheinlich eins der stärksten Quartale für die Deutsche Post. Wenn es nur die Rücksendungen sind und Retouren, ja, allein das bringt natürlich schon wieder ein bisschen Geschäft rein. 3,6%. Wir wissen jetzt nicht, ob hier schon das Weihnachtsgeschäft langsam ja, eingepreist wird. Aber 3,6% für die Post sehr, sehr gut. Hier sind wir natürlich auch etwas zurückgekommen und erholen uns erstmal. Also viele prozentuale Renditen, die ihr innerhalb von einer Woche seht, einem Monat seht oder sogar tendenziell innerhalb von einem Jahr seht, die sind nie so hundertprozentig aussagekräftig, denn ihr wisst nicht, okay, was ist in dem Monat davor passiert, ist die Aktie extrem abverkauft worden. Wenn wir uns jetzt momentan ein Nasdaq anschauen, ja, oder auch eine Amazon und Co., eine Alphabet, ja, die sind teilweise 80, 90% gestiegen, aber nur, weil sie vorher halt auch 30, 40% gefallen sind. Also das ist halt immer der Hintergrund. Realty Income, ja, Unternehmen, da findet man heutzutage sehr, sehr viel dazu. 48 Euro, hier haben wir eigentlich gehofft, sogar etwas günstiger reinzukommen. Wir hatten ja eine Umfrage auf dem Kanal. Zu 41 Euro wären wir auch bereit gewesen, die Aktie etwas aufzustocken. Sprich, wir hätten auch mal nochmal 100.000 Euro aus dem World ETF hier in die Aktie umgeschichtet. Denn der Bereich der Immobilien ist für die nächsten Jahre für uns sehr, sehr spannend. Sinkende Zinsen, das heißt Technologie oder auch ja Wohnen. Sollte steigen, ist die Frage, was ist eingepreist, was nicht. Für einen Preis von 48 Euro würden wir jetzt nicht mehr umstrukturieren, ist aber trotzdem noch für uns ein günstiger Preis, aber natürlich kein extremes Schnäppchen mehr. Und ja, so bleiben wir erstmal der Position weiter treu. Jetzt die Top 3. Wer bis hierhin noch geschaut hat, das sind jetzt immerhin schon 18 Minuten, die Top 3 fangen wir an mit der Porsche Holding. Und die Porsche Holding ist für uns langzeitmäßig unterbewertet. Das muss man einfach so sagen. Hier gab es jetzt 5,25%. Das heißt, der erste Schritt Richtung Abbau der Unterbewertung liegt natürlich daran, dass die Absatzzahlen von Volkswagen extrem gut waren, aber auch Audi und auch der Marktanteil im chinesischen Bereich konnte mit fast 100% gesteigert werden, zumindest mit so ein paar kleinen Teilmarken. Das sind ja immer so die Marketingkniffe, die Unternehmen bei den Präsentationen gerne anwenden. Für uns ist das Unternehmen, die Porsche Holding, sehr, sehr günstig bewertet. Natürlich muss man irgendwann auch gucken, wird diese Unterwertung abgebaut oder nicht. Aktuell sieht es erstmal gut aus und ja, mit der Porsche Holding fahren wir hoffentlich langfristig auch wieder Gewinne ein. American Tower, fast 6%, ja, war auch eine Aktie, die wieder zurückgekommen ist. Hier waren wir bei ungefähr 220 Euro. Und im Jahrestrend, ja, ging es dann nach unten. Jetzt haben wir so einen kleinen Trendwendenansatz gefunden. Natürlich ist es charttechnisch hier etwas schwierig, diese paar
ja, Bodenbildungen hier unten bei 150 Euro sind nicht wirklich belastbar. Aber ist natürlich schön, wenn wir jetzt hier drüber hinauslaufen. Wir bräuchten jetzt längerfristig einen kleinen Chart. Also so Kurse von 180, wenn wir die wieder haben, dann kann man da erstmal von einer, ja, zumindest temporären Bodenbildung ausgehen. Und jetzt ist eventuell dann auch hier der Weg wieder frei, um weiter nach oben zu gehen. Und die beste Aktie bei uns im Depot, da sind die 6% auch wirklich nichts dagegen, ist Siemens. Siemens mit fast 13%. Warum? Zahlen super. Der Unternehmensanteil, die Kennzahlen, alles tipptopp. Aber auch die Töchterfirmen, Siemens Energy zum Beispiel, mit dem Support vom Bund, profitiert natürlich dadurch, dass das Geschäftskonzept, dass die Einnahmen, die Umsätze, alles, was da hinten dran hängt, weitergeführt werden kann. Das heißt, hier haben wir viele Faktoren, die das Unternehmen beflügeln, aber ja, unserer Meinung nach ganz klar weit vorne mit dabei war die Präsentation von den Ergebnissen und die sind echt gut ausgefallen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Die 1,74% machen insgesamt fast 50.000 Euro aus. Unser Depot steht jetzt wieder bei fast 2,9 Millionen Euro. Immer, wenn wir knapp die 3 Millionen Euro anlaufen, fallen wir wieder nach unten. Ihr dürft hier nicht vergessen, wir haben inzwischen noch über 25.000 Euro an Cash auf der Seite. Das wird irgendwann wieder investiert, dann sind wir bei den 2,9 Millionen. Und dann schauen wir doch mal, ob wir zum Jahresende die 3-Millionen-Marke nochmal sehen oder sogar mit ins neue Jahr nehmen können. Würde uns auf jeden Fall freuen. Du kannst uns ja mal deine Einschätzung in den Kommentaren da lassen. Und dahin oder bis dahin sehen wir uns und hören wir uns noch ganz, ganz oft, denn der Adventskalender wird vermutlich täglich stattfinden. Ist für uns immer eine kleine Arbeit, deswegen würden wir uns mega freuen, wenn du Mitglied wirst oder unten diese Funktion Super Thanks benutzt. Und ja, das Video ist lang genug. Wir sehen uns im nächsten. Wir freuen uns wieder auf dich. Vielen Dank für deinen Support.